Hermann! Wie kann man denn im Tor Stampfkartoffeln essen? Kommst du aus den Pyrenäen? Oder was? Ah, Leute, ich bin so richtig entspannt. War erstmal schön 10 Tage im Urlaub. Ne? America is great und Griechenland ist Kreta. Hm. Habe ich aber erstmal gemerkt, ne? Wie wichtig mein Schulwissen ist. Fragt man sich ja mal, wann brauchst du den, ne? Den Satz des Pythagoras? Direkt in Griechenland. Weil hast du Tzatziki im Essen, ne? Dann kannst du flirten vergessen. Andi! Boah, ey, so enttäuschend, wie du heute spielst, ne? Morgen gibt's auf jeden Fall zum Frühstück für dich Kellogg's Frustis. Und in der Bundesliga dreht sich das Spielerkarussell schon wieder. Die Bayern sind dran an Harry Kane, ne? Der verdient aktuell bei Tottenham 12 Mille im Jahr. Da musste aus Uli Hoeneß aber schön noch zusätzlich zu Katar, ne? Nestle. Mit aufs Trikot. Sonst kannst du die Scheiße wahrscheinlich nie leisten, ey. Wobei, stell dir mal vor, der Kane, der wechselt zum 1. FC Köln. Da sind die Fans komplett verwirrt, ne? Das war Kane-Tor! Doch, das war eins! Nee, Kane's! Doch eins! Und am Ende kriegt der Hennes noch einen neuen Namen. Das ist dann Kane Bock. Christian! Du spielst wie so ein langsamer Vogel, ey, du Drossel! Und Max Kruse hat nach 300 Tagen Abstinenz endlich seinen neuen Top-Club gefunden. Den SC Paderborn. Ich meine, bei den Ostwestfalen, da wäre selbst unser Hermann ein Top-Transfer. Ne, Hermann, du bleibst ja bei uns, weil da hast du ja jetzt eine neue Karre, ne? Der fährt bei uns jetzt neuerdings den Eiswagen. Ja, der Iceman ist bei uns und hat Pokerface in Paderborn. Er wird bestimmt so erfolgreich wie damals als Stefan Effenberg. Ja, das haben die meisten vergessen. Als sich eine Kollegin im Trainingslager entblößt hat. Wir lassen's, ne? Das wird ähnlich erfolgreich mit dem Kruse. Der Kruse ist halt ein richtiger Fuchs. Sagst du dem, pass auf, zur Mannschaftsbesprechung bringst du mit, Block A4. Dann kauft er 4 Wohneinheiten und ein Audi. Aber eins steht auf jeden Fall fest. Sehe ich Max Kruse irgendwann mal so richtig rennen, dann renne ich mit. Weil der ist so faul, der rennt nicht ohne Grund. Patrick, um in meine Gedankenwelt einzutauchen, riech mal an der Pusteblume. Dann hast du auch die Nase voll. Ja, und die FIFA hat jetzt eine neue Abseitsregel von Arsène Wenger. Es heißt also, der Spieler ist nur noch im Abseits, wenn er mit dem gesamten Körper und so weiter und so fort. Heißt also, hast du in der Hose eine dicke Latte oder ein Bierbauch, ist kein Nachteil mehr. Christian, mach mal Liegestütz, da merkst du, liegen kannst du, ne? Aber nicht stützen. Der Hitze hier, bei dem ganzen, nur noch Mücken im Zimmer, ne? Alter, würden Mücken Fett statt Blut saugen, dann wäre mein Leben auch schöner, ey. Das muss beim FKK, das muss doch die Hölle sein. Ich mach demnächst so einen FKK-Wald auf und nenn den Schniedelwutz. Aber ich hab für euch jetzt die perfekte Mückenfalle. Sag mal! So, hier ist sie, die perfekte Mückenfalle. Die Mücke landet auf dem Salz, weil sie denkt, ist Zucker. Braucht dann, weil sie Durst kriegt, was zu trinken. In dem Kronkorken ist aber statt Wasser Rum. Das heißt, die Mücke ist total vollgesoffen, stolpert über den Stock und schlägt sich am Stein den Kopf auf. Ist schon beim Patentamt. Kevin! Boah, der ist so hohl, der denkt wirklich, der Achilles war kein Krieger, sondern Dichter, weil der Achilles ist ja bekannt geworden durch seine Verse.